Und damit, liebe Leute, willkommen zurück zu Doraemon Story of Seasons. Ja, was soll man dazu sagen, Großartiges? Wir sind endlich wieder da, wo wir angefangen haben, nämlich beim Gießen unserer schönen Tomaten. Aber ich habe wieder eure Kommentare gelesen und ja, damit halt mehr Events, damit mehr passiert, damit man mehr erlebt und so weiter, man muss wirklich mit jedem reden. Ich finde halt die Konversation gerade am Anfang extrem, wie soll ich sagen? Ich hau einfach mal raus, langweilig. Sind da bestimmt einige, die sich sagen, aber Tro, wie kannst du nur? Das Spiel ist so toll. Ja, vielleicht im Endgame oder so, aber jetzt am Anfang, ey, sorry, mal ganz im Ernst, Leute. Ich gieße hier in jeder Folge und mache nichts anderes als gießen. Und meine Gießkanne wieder auffüllen. Aber dann machen wir diese Folge mal eine Redefolge. Ja? Dann reden wir einfach mal. Und machen Geschenke. So. Dann überlegen wir uns jetzt erstmal, mit wem reden wir als erstes? Ach, mit ihr. Mann, ist das heiß. Wow. Dieser Dialog war mega Hammer. Oh, Nobita. Mein Lieber, brauchst du irgendetwas? Ja. Hallo, Nobita. So, wir haben jetzt mit jedem hier schon mal gesprochen. Oh. Nehmen wir natürlich mit und das auch. Wie heißt es? Wie geht es dir, Nobita? Wie heiß es ist? Achso, nicht wie heißt es. Wir können natürlich auch mit den Kühen hier nicht reden. Versteht sich? Apropos Kühe. Moment. Wie kann ich sowas essentiell Wichtiges, was Dringendes, was jedenfalls ein bisschen Geld einbringendes vergessen? Hildegard! Komm mal. Du siehst toll aus, Hildegard. Oh, du siehst heute so wunderbar aus. Danke für die tolle Milch. Und wir schieben sie mal raus. Und vorwärts schieben. Gut. So, dann bringen wir sie mal raus. Ich hoffe, sie kann hier genügend essen. Wollte ich gucken, wie steht es denn um meine Hildegard? Wow. Wow. So, und hier sehen wir auch schon unseren Rufrang. Und dafür, dass ich hier die ganze Zeit was schenke und mit den anderen ganz normal rede, ne? Das muss man jetzt mal gleich dazu sagen. Ja, sieht es bei... Wo ist er? Shizuka relativ gleichwertig aus. Finde ich jetzt so ein bisschen... Ja, nicht ganz fair. Halt. Du hast das für mich mitgebracht, danke. So. Seht ihr das? Nix, nothing, nada. Niente. Nix passierte. Was soll das? Könnte ich dir kotzen. Aber okay. So, ist hier jemand? Hallo, aufstehen. Bringt meinen Ruf natürlich auch definitiv nach oben. Das darf man jetzt nicht vergessen. Einfach mal so die Leute wecken. Guten Morgen, aufstehen. Guten Morgen. Mach mal was. Sag mal was. So. Die sind wahrscheinlich auch noch nicht wach. Nö. Aber hier. Herdstelle lassen sie an. Klar. Haben hier ja keine Feuerwehr. Also von dem her kann es ja auch nicht brennen, ne? Weil es kann nur brennen, wenn eine Feuerwehr in der Nähe ist. Morgen, Nobita. Schon so früh wach? Danke, Nobita. Es ist lieb von dir. So. Das war jetzt... Nicht Rambi, das war... Gemma. Und du bist... Puh, der Sommer hält sich nicht zurück. Hä? Halte deinen Kopf bedeckt. Wow, mein Kopf ist deck, ne? Angefreundet. Okay. Was sorgt denn das Bürgermeisterchen? Ich soll jetzt mal gucken, wo ist der überhaupt? Der Mais. Wieso ist der auf meiner Farm?
Und eine Schnellteleportation wäre auch manchmal gar nicht ganz so schlecht. Würde ich jetzt mal so ganz kurz so ganz markant sagen. Aber wahrscheinlich kommt das alles noch so im späteren Endgame-Content. Nun gut, dann, wenn der da ist, dann gehe ich jetzt halt mal hier lang. Ich habe jetzt mit einigen Leuten gesprochen und außer dass ich mich mit denen angefreundet habe, ist jetzt nicht wirklich viel passiert. Der Mais weiß ich, der wird hier auch wahrscheinlich noch langkommen. Hallo Hinupita, ist das Wetter nicht wunderschön? Ja. Wenn ich nochmal mit dir rede? Morgen, Nobita. Hallöchen, Nobita. Morgen, Nobita. Komm, ich gebe dir mal eine Blume. Komm. Oh, das ist für mich, das wäre aber nicht nötig gewesen. So. Du bist, wie heißt du? Jenny. Jenny, wie steht es um dich? Wie steht es um dich, Jenny? Du bist doch hier die Jenny. Die Jenny, zwei Sprudelfälle. Okay. Wird es auch diesmal keine Käfer sammeln, großartig. Gut, der bietet sich da an. So. Hier kann ich immer noch nichts machen, um den Hund zu befreien. Finde ich auch so ein bisschen ärgerlich, dass es echt so lange braucht. Weil wir müssen damit der Mais wirklich uns gutheißen. Oh, Ei. Nehmen wir auch mal mit. Eine kleine Heuschrecke. Boah, das mit der Kamera ist mal so blöd. Hey, Nobita, Zeit fürs Mittagessen. Was? Und du bist ihm auch so verfressen. So. Eine Quelljungfer. Okay. Wo ist denn der Mais hin? Herr Mais, wo bist du? Und jetzt ist er schon wieder Natura. Der ist über mein Feld, ist hier lang und ist dann wieder nach Natura Ost. Naja, gut. Ja. Dekor? War es Dekor, was ich suche? Ja. Holzweg. Holztor, Holzzaun, Holzbank, Holzbogen. So, machen wir mal davon hier. Nee. Ja, vier Stück kommen. Damit freunde ich mich jedenfalls mit Penta an, weil ich kaufe ja was von ihm. Und nehme mir, oh, Tro, du bist der Geilste, du hast das bei mir gekauft. Ja, gerne doch. Sieht aus wie auf dem Bild, ne? Ich möchte es mal ganz kurz hier aus der Nähe zeigen. Es sieht einfach 1:1 aus, wie auf dem Bild. Ich habe hier wirklich aber auch gar keinen Vorteil, ne? Naja. Ich meine, ich laufe nicht schneller. Gar nichts. Genau die gleiche Geschwindigkeit. Ich verstehe es nicht. So. Oh, mit dir habe ich auch noch nicht geredet. Hey, Nobita, ich glaube, uns steht ein richtig heißer Sommer bevor. Das hoffe ich doch auch. Das ist so... Es ist auch noch langsam, ja, obwohl ich hier runter scrolle. Bürgermeisterhaus. Perfekt. Mit dir habe ich schon gesprochen. So. Das heißt, er muss hier langkommen. Er muss genau hier langkommen. Theoretisch. Der sich teleportiert oder was? Nein, hier ist er nicht. Doch, da ist er. Den erkennt man total schwer auf dem Teppich. Ich hab dich im Blick. Schön. Dass wir darüber gesprochen haben, dass er mich im Blick hat. So. Schade finde ich auch, das muss ich jetzt mal ganz kurz erwähnen. Und zwar, ihr habt ja hier Quests. Ja, und die werden nicht so wirklich angezeigt. Noch hier könnt ihr nicht sehen, was genau Sache ist. Stempel, freunde dich mit dem Hund an, Katze, Pferd, Affen, lalala.
Suneo an. Ja, das sind so Erfolge, aber... Oh, das geht so langsam. Kauf im Hühnerland, Kauf in der Klinik, bitte das Haus erweitern, Pferdestall gebaut, Einrichtung Ozean erhalten, Fossilien, Feststempel. Alles Stempel, aber... Koch etwas, kann ich noch nicht. Zieh ein Schaf groß, zieh ein Huhn, ein Kalb wird geboren, ein Lamm, ein Küken, so. Er hält überall hin Tür. Ja, und man kann hier halt leider auch nicht sagen, so von wegen, wie funktioniert das? Und das finde ich ehrlich gesagt so ganz, ganz, ganz klitzekleines bisschen schade. Ja, also rein theoretisch müsste ich gucken, was musste ich jetzt nochmal machen in den vergangenen Folgen? Zum Beispiel wegen der Tür. Wie konnte ich nochmal das mit der Tür machen? Ich weiß, ich musste irgendwas sammeln und das dem Typen geben. Ja, Kiste öffnen. Und das sind halt so Punkte, wo ich dann sage, da verpasst das Spiel wirklich eine Menge an Chancen, wo man das hätte, ich sag jetzt mal, nicht einfacher machen, aber in dem Augenblick angenehmer. Klar, man soll auch ein bisschen was im Kopf haben und sich Gedanken machen und so weiter und so weiter und so fort. Das kann ich auch voll und ganz verstehen. Aber irgendwie so, ne, ich meine nur, nehmen wir jetzt Stardew Valley, da wird wirklich gesagt, hier, pass mal auf, du musst jetzt das und das machen. Wie du das machst, das bleibt überlassen, aber du musst das machen. Okay. Und hier ist es halt, man wird so ein bisschen im Regen stehen gelassen. Klar, im richtigen Leben ist es auch nicht so, dass du da einen Zettel hast, wo dann draufsteht, du musst jetzt noch einkaufen. Gut, es gibt Leute, die machen das. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Ich wollte nochmal zum Strand. Ne, mit dir hatte ich schon gesprochen. Eine Zikade. Schnell weg, flupp. Hier können wir nämlich auch noch Sachen sammeln. Und genauso, das nächste ist, man sammelt halt, aber man weiß nicht zu 100%, wofür sammelt man das? Die Informationen, wie gesagt, hier zu den ganzen einzelnen Gegenständen sind halt auch sehr, ich sag jetzt mal, rar gesät. Ja, das muss jetzt nichts Schlimmes sein, bloß es sind halt, wie gesagt, Sachen, wo ich mir sage, gut, das, beeinflusst so ein bisschen den Spielfluss. Ja? Und was dann in dem Augenblick natürlich auch meinen Spielfluss stört, ist in dem Moment, ich bin halt jetzt nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche hier dieses Spiel am Spielen, sondern wirklich immer nur so, ja, so wie die Folgen halt jetzt gerade auch aufgenommen werden. Und dadurch komme ich halt auch nicht so, ich sag mal, richtig in diesen Flow rein. Klar, am Anfang spielt man viel, man produziert viel vor und nimmt viel auf, das ist richtig. Und schlussendlich bin ich auch selber dafür verantwortlich, dass ich da entsprechend euch das zeige, ne? Wieso kommst du an den Strand, wenn du nicht mehr schwimmen kannst? Was? Woher weiß er, dass ich nicht schwimmen kann? Also, dass Nobita nicht schwimmen kann. Haben wir das irgendwann mal erzählt? Tolles Set haben wir, was, Nobita? Mehr. Wunderbar, ist wieder drin. So. Rüber. So, das kann da alles rein, wunderbar. Gut, ja, also ihr habt jetzt meine kleinen Mängel gehört. Ich muss wirklich schauen. Also ich bin zurzeit echt am Kämpfen, dieses Spiel weiterzuspielen. Nicht, weil es schlecht ist, nein, ganz und gar nicht. Bloß, weil es halt wirklich extremst langwierig ist und ich mir denke, lieber Tro, was sollst du denn die ganze Zeit da erzählen? Du gehst Tomaten sammeln, du sprichst mit den Leuten, die Leute sagen alle immer das Gleiche, wie schön der Tag doch ist. Und ich... Das ist so eher mehr so ein Let's Play, wo man über, sag ich mal, private Sachen sprechen kann. Und das ist halt dann auch wieder so ein Ding, wo ich eine separate Sache habe. Deswegen ist das ein bisschen schwer. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro, haut rein. Tschüss.